Man führt dazu das Glied ein, aber nur so ein bisschen und bewegt sich aber nicht. Man liegt da nur so da. Ja, das ist nämlich Technik, Tino. Und ja, du hatest mal nicht hier meine Technik, denn du sitzt heute auch ohne analoges Buch hier. Aber Was da los? Ja. mit Technik, Also. abgenickt von Technik. Was dein Scheißproblem Ich heute hatte halt keine eigentlich? Zeit zu recherchieren, ich war unterwegs, habe gearbeitet und so weiter und sitze jetzt zum ersten Mal hier mit Facebook gespeicherten Objekten. Das ist immer meine Masche, dass ich, Facebook. ja, Kannst du dein Handy mal schnell verbrennen? nee, das brauche ich noch. Und da habe ich jetzt so Sachen stehen wie hier Höcke und da und da und da, kann ich dann drauf zugreifen. Ich habe Höcke auch immer stehen, Echt wenn ich geil. den treffe. Wie in der Hose. Ja. Hallo, mit diesem Cold Opener begrüßen wir euch mit einem saftigen Aloha von der Datenautobahn und unserem Sofa. Ich sag schon uns, Alter. Oha, Oh, Tino. darf ich einziehen, ja? Ja, wir haben Machen. Dachboden, ne? Oh. Ja, wir sind Brennpunkt Internet mit Tinko und Minko Und heute. Loppen. Und die Loppen. Menschenwürde ist auch da. Und Loppen. Ja, hallo. Ja, mein Gast heute, Mila. Hi. Was? Hi. Aber ich bin leise. Ich bin laut. Okay. Ich kann das. Okay. Gut, da wir das jetzt geklärt haben, Tino, was ist denn diese Woche passiert? Du hast doch hier so geile Notizen. Ich habe keine Notizen, aber ich habe ganz oben stehen, dass ein ehemaliger Schüler von Bernd Höcke ein Buch veröffentlicht hat oder veröffentlichen wird mit dem Titel irgendwie Mein Lehrer Höcke oder so. Und da geht es darum, wie Höcke als Lehrer war, überraschenderweise. Oh. Ja, und darin wird aufgegriffen, dass Höcke ganz wenig den Nationalsozialismus durchgenommen hat im Unterricht. Das teilweise sogar ausgelassen hat. Der Nationalsozialismus hat Deutschland aber durchgenommen, sag ich dir. Eben. Da wollte der Bernd nur einen Ausgleich schaffen. Ah, Reden sie so. alle immer drüber, kommen. Aber ja, das So wurde ja redet in der. der Politik dann einfach pragmatisch gezeigt, wie es war. Ah. Ach, das Das ist war alles sein Teil des Ventil. Das ist Unterrichts, Teil was des hier gerade Unterrichts, ja. passiert. Der zeigt, das ist dieses berühmte, Das so ist wie sollte die man es nicht. Welle. Das ist wie die Ja. Welle. Er hat ein krasses Schulprojekt einfach am Start. Oder dass alle Schüler und Schülerinnen nach der Schule erst denen einfällt, wir haben noch irgendwas vergessen im Unterricht. Und dann Selbststudium betreiben und dann Oh. das meiste daraus lernen. Ja. Selbststudium, ist das das, was man auf Pornhub macht? Ja, genau. Okay, I Das see. ist Masturbation. Ach, okay, das habe ich jetzt verwechselt. Selbstbefriedigung, aber ja, genau. Nee, aber apropos Selbstbefriedigung. Du hast ja auch jetzt das neue Album von Die Ärzte gehört. Richtig, Wir dunkel. müssen zumindest mal hier auch kurz drüber sprechen, damit deine Meinung gehört ist. Denn, Ich hab's auch gehört. ja. Naja, weil wir hatten letztes Mal hier, oh, wir können jetzt nicht drüber reden, Tino, toll, weil du es nicht Ja, gehört hast. wir haben es erst abends gehört. Aber es Ja. war sehr chillig in der Badewanne. Ja, war Chillig. entspannt. Okay, sollte ein neues Album chillig sein? Nee, ich fand's langweilig. Muss ich Also, ehrlich ja, ich sagen. muss auch sagen, Hell hat mich so von Song zu Song voll begeistert. So, oh geil, Plan B und oh krass. Und diesmal dachte ich mir so, wir haben uns angeguckt nach jedem Song. Ja, ist okay. Es Ist gut. hört sich ein bisschen an, als würde es die halt schon lange geben und als würden die so in diesem See der Ärzte-Songs so ein bisschen mitschwimmen, aber irgendwie sind die nicht so, dass man sich drauf freut, wenn man sie hört. Also ich habe noch keinen Song, wo ich so direkt denke, geil, schön, dass der mal läuft. So. Das ist Ja, dann so gut. ein Durchhören. Ja, Tristesse und Anastasia, wie gesagt, das sind Songs, die ich echt gut finde. Wie bei dem Rotsong. Auf Schrei. Hell. Ach so, Polyester, Ja, den ich Robin liebe sehr den. mag. Ja, nee, ich finde, Das den schalte ich immer ist weiter. eine Wand von Sound, die dich erschlägt. Ich finde das so geil. Nee, finde ich voll Aber ich kann das stressig. auch nachvollziehen, dass man den. Weil Rott hat irgendwie in letzter Zeit auch nicht mehr so Bock auf Refrains machen. Der schreibt einfach immer nur Strophe, Strophe, Strophe. Und das ist dann halt auch so ein bisschen ungewohnt. Aber also Polyester, da lasse ich nichts dran kommen. Da der Herodes, glaube ich, kritisiert, dass die Einstiegszeile so einfach ist, irgendwie. Ja, wir sind halt Ich mittlerweile dachte größere immer. Poeten als die Ärzte selbst, weißt du, da Ja. tut das dann weh, wenn man hört, alles ist normal, alles ist fatal. Warum muss da dieses zweimal alles sein? Das klingt halt irgendwie schon ein bisschen Ich fünfte dachte Klasse. immer, alles wäre normal. Doch Doch heute heute Morgen war alles Morgen nur ist alles nur fatal. fatal. Ja, es war schon so ein bisschen. Das,
Und aber auch, die Ärzte sind jetzt auch nicht die krassesten Dichter, ne? Hallo? Muss man fairerweise sagen. Also sie haben manchmal so auf einem Album so zwei, drei Reime, die richtig geil sind. Wie es gibt Coolness Faktor und Gartentraktor. Ich finde zum Beispiel Nur ein Kuss ist sehr lyrisch und stimmt, einfach sehr schön geschrieben. Ja. Das könntest du auch als Gedicht vorlesen, so, aber. Es ist auf jeden Fall etwas bezeichnend, dass wir hier anfangen, über das neue Ärztealbum zu reden, aber und nur über alte Songs sprechen. Ich muss auch sagen, so der letzte Song, Our Bass Player, hates the song. Ich mag ihn auch nicht so gerne. Es ist so ein bisschen, ja, es ist nochmal so ein Bruch, den die Ärzte noch nie hatten, und zwar, dass sie mal so oberlehrermäßig drauf sind. Das gab es noch nicht. Aber es brauchen sie auch nicht. Und es ist so, ja, die Demokratie wurde erfunden in Griechenland und so. Das ist wirklich so ein Schülerband-Song irgendwie. Hat mir ja nicht gefallen. Also musikalisch finde ich den ganz gut. Musikalisch voll geil, ja. Genauer kommen wir dann, oder zumindest, also ich mache mit Herodes noch einen extra Podcast. Mach nur, ich mache mit Mila einen Podcast. Könnt ihr gerne machen. Und wir machen ja dann auch noch einen extra Ärzte-Podcast. Okay, stimmt. Weil stimmt, dir neulich 20 Euro zugesteckt wurden auf offener Straße. Ja. Offen CSD, liebe Grüße an. Ich kann es bezeugen. Stimmt. Du hast ja aufgeschrieben, wie er hieß. René, glaube ich, hieß er. René. Ja. Ja, liebe Grüße. Ja, vielen Dank an dieser Stelle und da werden wir ein ausführliches Ärzte-Ding machen. Da müssen wir nicht nur über die neuen Alben, da können wir die Alben mal ranken und so. Da voll gerne, auf jeden Fall auch voll Bock. Gerne. Aber eine Sache muss ich hier nochmal ansprechen, die ich dann wahrscheinlich auch im Herodes-Podcast nochmal genauer ausführe. Und das ist nämlich das, was in den Interviews immer angesprochen wird, dass viele Songs oder dass das Album an sich mit Toxic Masculinity auseinandersetzt. Ja. Und ich hoffe, wie du direkt mir zustimmst, ich habe, also, Moment, pass auf, der Gedanke geht noch weiter. Ja, ja. Und ich hoffe, dass diese Phrase von den Interviewleuten kam und die das halt angenommen haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie ein paar Mal das auch selber gesagt haben. Mhm. Aber, ja, und wenn wir jetzt die betreffenden Songs nehmen, Einschlag, Anastasia und vielleicht auch Schrei wurde, glaube ich, genannt. Ja, genau. Und das ist für mich nicht Toxic Masculinity, weil genau das, was da passiert, können genauso auch Frauen machen. Die können auch rumschreien. Machen sie aber nicht. Na, das ist doch, was ist denn das jetzt? Natürlich gibt es Frauen, die rumschreien. Ja, aber der prozentuale Anteil. Frauen, die mal im Affekt jemanden schlagen. Bei Frauen gibt es eine viel höhere Dunkelziffer. Aber prozentual ist das trotzdem weniger, als Männer das machen. Und Oma Gerda kann ja auch einen Ausländer zusammenschlagen, macht's aber nicht. Ich sage auch nicht, dass das Nazis. Die wählt nur Die wählt nur AfD. Auch Anastasia, irgendwie, es gibt genauso Frauen, die irgendwie denken, ich bin die Allergeilste und warum will der Typ mich? So, aber mag vielleicht sogar sein, ich weiß nicht, wo die Wissenschaftlichkeit da ist, ja. Mag sein, dass das bei Frauen weniger ist, dennoch ist es auch bei Frauen. Also warum muss man es Toxic Masculinity aber nennen? Warum nicht einfach nur Toxic Behavior oder was auch immer? Aber toxische Männlichkeit ist ja häufig auch so was Toxisches, von der Erziehung von Männern ausgeht, wie man Männer erzieht. Und da ist es zum Beispiel in den Anastasia so, dass halt war das ein Farin? Ja, genau. Das lyrische Ich. Er im Prinzip ein Justin Bieber-Profilbild bei Tinder hat, ja. Weil ihm beigebracht wurde, du musst so und so gut aussehen, um Frauen zu gefallen. Ja, aber Frauen und er schämt haben sich auch halt dafür. Durchaus mal Bilder genommen, die vielleicht von nicht Megan ganz, Fox. Ja. Nee, die nicht ganz ihrem wirklichen. Ja, aber das macht ja auch nur die Gesellschaft daraus. Und da bei Toxic Masculinity geht es ja speziell darum, was die Gesellschaft mit Männern macht. Und also wie gesagt, geht es mir nicht darum, dass das nicht existiert oder so. Ne? Ja, aber es ist schon immer ein Vergleich. Also auch Schrei zum Beispiel von Rod, ja. Es sind schon eher die weißen Cis-Männer. Oh Gott. Doch, es sind die, die am häufigsten... Ach so, die Schwarzen haben noch nie geschrien, oder doch, was? Doch, aber es sind... Die schwarzen Homos haben noch nie geschrien. Dann nehmen die Männer, ja. Es sind ja schon eher Cis-Männer, die es gibt rumschreien. Jedes dorte Mensch hat schon mal rumgeschrien oder kann halt dieses Temperament haben. Ja, aber tendenziell sind es doch eher Männer, die da auf dicke Hose machen und brüllen. Das ist und nur weiße Cis-Männer. Nein, ich weiß. Ich schließe weiß aus, okay? Aber Cis-Männer. Warum? Weiß ich auch nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. Nee, also... Ich komme vom Dorf, ja? Ja, so. Ja. Und auf dem Fußballplatz damals. Uiuiui. Da waren Männer und Frauen durchaus gleichwertig da. Vielleicht ein bisschen mehr Männer, aber Frauen waren auch mit dabei, Spielerfrauen und so weiter. Ja, und toll. Sexistischer Begriff, Tino. Ja, vor allem von den Spielern halt die Frauen, so. Und deswegen waren die da. Sonst hatten die nichts mit Fußball zu tun, ja? Manche schon. Ah ja. Okay. Meine Mutter war ja auch eine Spielerfrau. Ist egal. Jedenfalls.
Der stand am Spielfeldrand, hat rumgebrüllt, ja, Schiri, was für dein Auto steht und ja. Ja, die Weißen, weil es in Deutschland mehr davon gibt. Das machen die Cis-Männer. Und die Frauen saßen ja da, haben eine geraucht oder haben mit den Kindern gespielt, so. Das machen schon eher die Männer, die da rumbrüllen. Hast du jetzt Frauen aufrauchen und Kinder mit Kindern spielen? Also es ist gerade meine Beobachtung aus meinem Dorf. Halt auch, so war das damals. Noch ein bisschen so mehr Männer damals. Also es gibt doch, also ich will jetzt hier halt keine Names droppen, aber ich kenne alleine mindestens, auf Anhieb fallen mir 3 Frauen ein, die genau das Temperament haben, was halt hier im Streit zum Beispiel thematisiert ist. Ich weiß, das ist wieder hier empirische Evidenz von, ich kenne da jemanden so, weißt du? Aber also, come on, ja. Aber was für eine Person, Mensch? Ich hoffe einfach nur, dass die Ärzte weise genug sind und das nicht von sich aus gesagt haben, sondern dass das die Interviewpartner gesagt haben, weil das halt gerade so ein hippes Ding ist. Aber selbst wenn es toxische Weiblichkeit gibt, ja, selbst wenn, haben sie ja die toxische Männlichkeit nur angesprochen, weil sie ja aus ihrer Männerperspektive gesprochen haben. Das ist richtig. Das macht ja nicht weniger irgendwie jetzt... Aber es ist für mich nicht etwas inhärent Männliches, das zu haben. Für mich wenn schon. Wenn beide das... Also, da würde ich noch eher mitgehen zu sagen, oh ja, dickes Auto und was halt diese Klischee-Männer-Themen sind, da könnte ich es noch eher nachvollziehen. Mhm. Aber schreien und jemanden im Affekt schlagen und von sich selbst mehr überzeugt sein, als man sein sollte, das ist doch nichts typisch Männliches. Ich glaube sogar, dass ein Schlag inspiriert ist von irgendeinem echten Fall, hat Bela in einem Interview erzählt, wo auch ein Mann halt seine Frau da geschlagen hat. Wo Farin aber einhakte, es kann ja auch andere Konstellationen sein. Frau schlägt Frau zum Beispiel oder so. Mhm. Ja. Aber es ist in dem Fall nicht gewesen in dem Song, aber das war inspiriert, der Fall zumindest. Ich wollte es nur mal erwähnen. Genau. Es ist ein ja kleiner okay, Anreißer. Dass ihr mir jetzt hier widerspricht, weil Herr Rodes wird das wahrscheinlich etwas weniger tun. Bestimmt. Ja. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Mir ist das halt einfach so ein bisschen ein Dorn. Aber passend zum... Also das Ding ist halt auch einfach, dass die haben halt so noch nie Songs geschrieben. So, jetzt machen wir mal ein Album, wo wir jetzt mal Toxic Masculinity zum Thema machen. So. Nee, ist halt ein Thema von vielen. Das ist halt irgendwie... Das fände ich einfach nicht geil, weil das ist nicht so... Ich schreibe jetzt mal, was ich irgendwie gerade Bock habe zu schreiben, sondern so, jetzt müssen wir aber ja Toxic Masculinity, das steigen wir uns Konzept jetzt mal auf die Agenda. Konzeptalbum gibt's ja auch, Le Frisur. Ja, jetzt machen wir mal ein Album darüber. Le Männlichkeit. Ja, es reicht. Aber passend zum Thema, und zwar R. Kelly wurde verurteilt für Toxic Missbrauch, genau, für Missbrauch von jungen Frauen. Ist kein weißer Cis-Mann übrigens. Nee, ist ein schwarzer Cis-Mann. Und Bill Cosby sagte zu dem Fall, R. Kelly wurde über den Tisch gezogen. Und wenn der Bill Cosby beispringt, ist, glaube ich, jetzt keine geile Verteidigung für die Öffentlichkeit. Es gibt irgendwie so 3 Anklagen gegen den und 3-mal Glück wird er nicht haben. Und das ist gelaufen, sozusagen. Ja. Bill Cosby ist aber freigekommen, ne? Da ist ja so ein Event gewesen. Ich glaube, wir haben vor einem Monat oder so darüber berichtet. Aber der war ja schon erwiesenermaßen schuldig. Ja. Der hat ja Frauen irgendwie Kautropfen verabreicht und die dann missbraucht. Ja. Und hat da mit Letterman früher noch in Interviews drüber geredet und die haben drüber gelacht. Und es waren andere Zeiten. Andere Zeiten. Andere Zeiten. Ja, die neue Zeit ist jetzt überhaupt angebrochen, Tino, denn der neue Coca-Cola-Werbespot ist raus und alle Probleme sind gelöst. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt damals, aber da gab es einen ähnlichen Spot von Pepsi. Da war auch gerade in Amerika so Aufruhr und Pepsi kam an mit Tscht und die Protestierenden und die Polizisten liegen sich auf einmal den Arm und alles ist wieder gut. Und das gibt's jetzt nochmal noch schlimmer von Coca-Cola. Das kenne ich von Airwaves oder so. Mhm. Das ist auch so Demonstrierende und Bullen sich gegenüberstehen. Dann der Polizist so... Das ist aber so, sehr tendenziös, wie du das gerade formuliert hast. Ja, und? Und der Bulle dann so anfängt zu husten. So. Und dann der Demonstrant gibt in so ein Airwaves-Kaugummi zum Durchatmen. Mhm. Ich dachte mir auch, niemals, niemals. Vielleicht vergiftet oder so, kann ich mir das vorstellen, aber nicht so. Oder man freut sich halt danach. Also. Genau, ha, du hast Husten. Naja, auf jeden Fall. Ich nicht. Im Coca-Cola-Spot ist ein E-Sport-Turnier, da wird gegeneinander sowas wie, ich glaube, es ist ein fiktives Spiel, sowas wie League of Legends oder so gespielt. Mhm. Alle übelst krass am Kämpfen. Und der Hauptprotagonist fällt in-game, fällt er hin. Also spielt in einer Arena, die zocken gerade ein richtig E-Sport-Event, ja. Mhm. Also ein richtig großes Turnier. Kann man sich so vorstellen, Philipp Amthor vom Laptop, so wie er zockt. So ein bisschen, ja. So, und seine Figur fällt hin und ist fast tot. Mhm. Und in real life macht er eine Cola auf und trinkt. Und auf einmal steht die Person im Spiel auf, guckt sich um, wie die Leute da alle leiden, auf dem Schlachtfeld, auf dem Digitalen. Mhm.
und legt die Waffen nieder. Und auf einmal sind alle glücklich und alle liegen sich in den Armen. Und dann ist es toll. Und der die Catchphrase am Ende ist, we are just one Coke away from each other. Oder irgendwie so eine Scheiße. Ja. Stell dir vor, da ist ein Schachturnier. Und da trinkt jemand Coca-Cola und sagt dann, ey Leute, wisst ihr was? Dieses wir haben alle gewonnen. Dieses Turnier hier, komm, lass doch einfach mal aufhören. Hört auf zu kämpfen. Ja, hört doch mal auf hier. Nicht, der Bauer fällt doch gerade, hallo? Zwei-Klassen-Gesellschaft, auf jeden. Also ganz absurd. Coca-Cola weiß auch in diesem Jahr noch nicht, wie das mit dem Gaming so funktioniert. Da ist halt, das ist ein ganz normales, das ist halt ein Sportevent. Mhm. Auch wenn irgendwie Fußball so, Coca-Cola, nee, wartet mal Leute, lasst doch mal nicht vor den armen Ball treten. Mhm. Der kann doch nichts dafür. Aber die Idee ist eigentlich ganz geil, dass du ein Spiel hast und du kannst Lebensenergie zurückgewinnen, wenn du irgendwas konsumierst. Mhm. Ist doch voll die. Oder Blut, das gab's mit Blutspende. Es gab irgendwie so ein Spiele-Event, wo du, wenn du gestorben bist, um weiterspielen zu können, Blut gespendet hast. Und es war halt so eine Blutspende-Aktion. Ah, ja. Aber geht das so lange, bis du leer bist? Ich glaube nicht, dass man so viele Leben hat. Nee. Ich bin 6-mal gestorben, hab kein Blut. Ja, das war auf jeden Fall ein richtig geiler Spot. Und noch so ein ähnliches Ding diese Woche. Eminem, das ist ein Rapper, kennt er? Ja, der hat doch jetzt ein eigenes Kaffee aufgemacht oder? Nicht ganz. Bubble Tea Laden, keine Ahnung. Wofür ist er am allerberühmtesten? Mom's Spaghetti. Genau, das. Mom's Spaghetti. Kennst du das? Nein. Es gibt so, wie sie Lose Yourself umgeschnitten haben, dass es immer nur geht, Mom's Spaghetti, Mom's Spaghetti und so. So, und pass auf, ich habe jetzt mal ein kleines Quiz für euch. In Amerika ist eine Sache ganz groß und das sind Spaghetti-Toast-Brote. Also, ihr seht sie gleich. Okay. So. Das hier. Oh, geil. Was denkt ihr, was das kostet? Also es ist, es ist ein Toast, oben Toast, unten Toast, in der Mitte Spaghetti und dann nochmal in so einen Sandwich-Maker. Aber es ist Mom's Spaghetti. Es ist Mom's Spaghetti. Ich sag $20. Ja gut, du was ist halt jetzt wieder, ne? Das ist jetzt wieder so eine Situation, wenn man viel zu hoch ansetzt. So, wenn, wie also ist denn meine, die Umrechnung? Meine Frage impliziert ja schon, dass es wahrscheinlich viel ist. Ja. Und du sagst dann halt $20 für ein Stück Toast. Hallo? Ja. Was sagst was du? Sagst du? Wie ist denn der Umrechnungskurs? Naja, was weiß ich, $20 wären wahrscheinlich 16 Euro. Ja, ungefähr. 15 Euro vielleicht, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt so 6, 7 Euro gesagt. 8 Euro vielleicht. Bist du näher dran? Es sind nämlich 11 Euro. Ach, 11 Dollar. Ja. Was immer noch übelst viel ist. Das sind ja 1000 Yen. Mindestens. Und 8 Schmark. Nee, also $11, man muss natürlich dazu wissen, dass das jetzt nicht so ein Tante-Emma-Laden um die Ecke ist, sondern in so einer Area, wo eh halt so Festivals und Stadien und sowas sind. Mhm. Aber $11 für so einen scheiß Toast ist trotzdem viel. Von Eminem serviert. Ich habe gelesen, dass er am ersten Tag selber serviert hat. Ja, am ersten Tag. So. Na, immerhin, hallo. Es ist halt ein Bild von ihm viral gegangen, wie er mit dem Mittelfinger aus dem Fenster guckt von seinem scheiß Laden. Kenne ich von Burger King nicht anders. Ja, ist so. Ja, also $11 muss man nicht unbedingt haben, würde ich sagen. Von was? Okay, was für ein Prominenter müsst ihr euch so ein Pissetoast verkaufen, dass ihr dieses Geld zahlen würdet? Wirklich Pissetoast oder reden wir jetzt immer noch über die geilen Nudeln? Ist egal, irgendwie sowas. Was völlig überteuertes. Wer müsst ihr euch das servieren? Echt noch ganz kurz. Das macht dann $20 bitte. Danke, tschüss. Aber wer müsste das sein, dass ihr sagt, das würde ich bezahlen? Ist es Eminem für euch? Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich kann das respektieren, das, was er gemacht hat. Als armer weißer Cis-Mann in dieser schwarzen Domäne sich zu behaupten. Ja, ja? Ist so. So. Ja. Und keine Ahnung. Weiß ich gerade echt nicht. Also wenn es mir persönlich vorbeigebracht wird, dann... Nee, du musst dann so einen Laden gehen, wie so ein Drive-In. Und dann musst du dir einen Prominenten aussuchen, den du das Geld bezahlen würdest. Geld. Genau. Ich sehe den nicht mal. Na doch, wie Eminem so. Quasi. Ganz kurz nur, hallo, hier, ich du bin weißt, Eminem. Du weißt, wenn du was bestellst, triffst du er den wird, und er wird es dir servieren. Dann würde ich sagen, Bela B., damit ich ihn fragen kann, was zur Hölle sollte diese Scheiße mit dem Song danach? Ich hätte Spoiler. Auch, oh, ich hätte auch Bela B. genommen, aber weil ich ihn mag. Also, nehme ich Rott. Nein. Also dann kannst du aber Rott mal sagen, bitte mehr Songs von dir. Gerne, ja. Ja, genau, ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ähnlich war. Also früher fand ich die Rot-Songs am schlechtesten und mittlerweile appreciate ich auch appreciate ich die übelst. Ja. Also was heißt am schlechtesten, aber die waren mir so,
am egalsten. Dinge von denen oder ein Haber Love Song? Ja, so. Da waren schon Dinge dabei so, aber es war halt immer so, ja, der Rott ist halt auch mit am Start. Und mittlerweile sag ich, Bela, hör mal auf mit deinen Drecksliebessongs hier andauernd. Hey, so viele halt. Ich finde, Farin hatte mehr. Ja, aber die sind irgendwie abwechslungsreicher. Bei Bela ist es immer halt so, immer wir haben Schluss gemacht und so, du fehlst mir. Ja. Und Vampirromantik und so, es ist schon oft das Gleiche. Aber da habe ich lieber einen neuen Vampirsong als nochmal einen Liebessong jetzt. Ja, gerne. Egal. Ich sehe schon, man kommt nicht los von diesem Thema. Oder auch Till Lindemann, darf ich mir das auch servieren? Aber ist egal. Gut. Dann hältst du es dir hin und klatscht es dann auf den Boden, wenn du das Geld bezahlt hast. Wer es uns nicht servieren wird, ist Russia Today. Russia Today wird uns wahrscheinlich nicht Toast servieren. Nein, wisst ihr warum nicht? Eine grandiose Überleitung. Weil das verboten wurde, oder? Die wurden gelöscht von gelöscht. YouTube, genau. Die wurden erstmal gesperrt. Das ist nur YouTube Deutschland erstmal. YouTube Deutschland, genau. Hat Russia Today Germany, also RT Deutsch, erstmal nur eingeschränkt und quasi erstmal offline genommen, so mit Verbannung. Und dann hat aber RT Deutsch trotzdem veröffentlicht mit Zweitkanal quasi. Mhm. Dann haben YouTube Deutschland gesagt: Nö, das geht so nicht. Dann haben sie jetzt gekündigt, endgültig. Und Putin droht jetzt in Russland YouTube zu sperren. Ja, also das ist ja eine Riesensache. Ne? Du machst ja hier ein Fass auf. Das hat ja 38 Böden schon wieder. Ja. Denn ursprünglich ist ja die Ursache dafür, ist, dass YouTube alle Falschinformationen über Impfung und alles, was dazugehört, bannen lässt. Wobei das auch halt wieder ein bisschen schwierig ist, weil man kann ja schon irgendwie mal was Kritisches äußern, ohne gleich ein Anti-Vaxxer zu sein, sag ich mal. Deswegen ist das wieder so ein zweischneidiges Schwert. Aber das größere Thema dabei ist ja, dass tatsächlich innerhalb von Russland die YouTube-Headquarter besetzt worden mit Leuten mit Waffen. Das hast du vielleicht nicht mitbekommen. Nee. So, Moment. So, also die sagen, YouTube persönlich sagt, hey, wir sind voll cool, Free Speech ist immer noch voll wichtig für uns. Aber innerhalb von Russland wurden Videos runtergenommen von der russischen Opposition gegen Putin. Mhm. So, und da sind halt wirklich Leute also in Russland, nicht hier im Silicon Valley, die sind halt mit Waffen da reingegangen und haben spezifische Leute aufgerufen, deren Namen gesagt und gesagt, hier wollt ihr, dass ihr irgendwie verfolgt werdet oder angeklagt oder was auch immer. Mhm. So, und das ist halt schon, also das ist, ne? Nicht demokratisch. Nicht unbedingt demokratisch, nee. Ja, Putin ist ja laut Gerhard Schröder ein lupenreiner Demokrat, sehe ich nicht ganz so. Man kann sicher mit dem gut Wodka trinken, aber bestimmt. Da hört es dann vielleicht auch einfach auf. Und Krabben essen und Bären reiten, bestimmt, alles. Auf den CSD gehen. Ja. Mit Putin auf jeden Fall. Ja, also das ist wirklich eigentlich ein Riesending die Woche gewesen, aber ich glaube, das ist ein bisschen unterm Radar gelaufen, weil das ist ja nur Russland. Ja, aber dieses Russia Today-Ding ist schon krass, weil mir wurde oft RT Deutsch irgendwie vorgeschlagen, dass ich es gucken soll. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich finde die nicht so seriös. Die waren halt auch einfach überall. Also wenn du irgendwas gesucht hast, eine Ausschreitung, eine Demo oder sonst was, da wird dir das auch immer oben angezeigt, weil die einfach überall sind. Die hatten auch dieses komische Merkel-Zitter-Video aufgenommen damals. Da gab es auch so, als es diese Memes gab, wo sie dann die Musik drunter gelegt haben, so da gab es auch von RT Deutsch immer die Aufnahmen. Überall waren die. Ja, also großes Thema. Eigentlich wollte ich hier das noch gar nicht so bierernst, aber ist okay. Wenn du das so hier hinleitest, dann muss ich diese Überleitung annehmen. Was ich auch annehmen muss, wenn ich ein homosexueller Mormone wäre ein Phallus. Ja. Aber das darf ich ja nicht, weil das ist da verboten, Sex zu haben. Da gibt es aber das komplett ein oder andere Loophole. Oh, klingt geil, Loophole. Ja, es ist ja wahrscheinlich wieder vor der Ehe oder bla bla. Aber ist egal. Die haben einen sehr enthaltsamen Lebensstil. Aber da gibt es jetzt einen Lifehack, der wurde über TikTok groß. Und das ist Soaking. Du bist ja hier so Sex-Kontext. Im Sex-Kontext bist du ja unterwegs. Ja. Und vielleicht kannst du ja in Zukunft auch Leuten nahelegen, wie man zum Beispiel AIDS nicht kriegt. Ja? Mhm. Indem man Soaking macht, kannst du mir ja gleich mal sagen, ob das funktioniert. Auf jeden Fall ist Soaking etwas, was kein Sex ist, laut den Mormonen. Und da, also das Soaking heißt ja so Vollsaugen, oder? Genau, ne? Also man führt dazu das Glied ein, aber nur so ein bisschen und bewegt sich aber nicht. Man liegt dann nur so da. Weil wenn man einen Höhepunkt hätte, dann wäre das nicht gut, dann würde man sündigen. Und jetzt kommt der noch bessere Part.
Wenn man dann aber trotzdem so in Stimmung von Sex sein will, ja, dann holt man sich noch eine dritte Person dazu, die dann auf dem Bett rumhüpft, um so ein bisschen Bewegung zu erzeugen. Ah. Also, das heißt, es ist nur verboten, dass sie ihre Hüften bewegen, aber andere, die dazu bringen, sich zu bewegen. Es ist total absurd. Also das ist halt... Das ist, aber er darf auch nicht ganz reinsliden. Also muss so ein bisschen so... Nur so, das lasse halt nur voll, so kurz rein. Nur so ein bisschen, ja. Mhm. So. Und so verharren. Und dann kommt und Onkel verharren. Friedrich und macht hier so... Genau. Es ist absolut absurd. Dieses also, Bild in meinem Kopf ist auch wunderschön. Es wurde bestimmt so groß, weil es halt auch witzig ist. Aber es, also die Teenager-Mormonen, die sich da ausprobieren wollen, die haben halt nicht so viele Möglichkeiten. Mhm. Aber es ist doch faktisch, es ist doch Sex. Es ist erstmal übelster Quatsch, dass überhaupt, also warum sollte denn irgendein Gott sich drum scheren, was du halt mit deinem scheiß Schwanz machst? Und selbst wenn du dann auch dieses Soaking machst, das ist ja auch, das ist ja das Gleiche im Endeffekt. Ja. Und ja, doch, man... Nein, man penetriert nicht. Man macht nur so Wellenbewegungen auf dem Bett. Also es ist nicht... Wasserbett, sicher geil. Es ist nicht HIV-sicher. Ach so. Das kann ich schon mal sagen. Mist. Ja. Tut mir leid, Mormonen. Ja, aber also das macht mir das immer wieder klar, wie absurd dieses Religionsding ist. Also es gibt irgendwie 4000 Religionen auf der Welt und du hast die eine richtige und die sagt natürlich, hey, du darfst jetzt hier keinen Sex haben. Naja, gut. Mhm. Also was gibt dir die Sicherheit, dass du... Es ist alles absurd. Wir machen das mal. Nachher nehmen wir Robin mit uns nach Hause und dann nach Robin mal in unserer Matratze. Ich hüpfe mal auf dem Bett rum. Ich kann auch auf dem Bett rumhüpfen. Achso, rumhüpfen. Kannst du gut. Rumhübschen. Oh. Oh. Ja, aber die Fanfiction bleibt immer noch aus. Ja, Jules, was ist los? Also kein Druck. Ja, Jules hat mir jetzt geschrieben, die hatte eine stressige Zeit, sag ich mal. Ja, so. Und der geht's jetzt super. Also da kommt bestimmt irgendwann was. Aber nice. Ohne Druck. Okay. Ich freue mich sehr drauf. Ich auch. Jules, ich habe eine Idee. Du legst dich einfach auf ein Bett mit einem Stift in der Hand. Und irgendwie deine Mutter oder so hüpft auf dem Bett rum und das, was dann da dein Stift auf dem Papier macht, das schickst du uns dann. Ist streng genommen dann keine Poesie. Ja. Betonung auf Po. Poesie. Ja, wo wir gerade von Po reden und gleichgeschlechtlicher Liebe, das ist in China ja auch so ein Thema, ne? Also eher kein Thema. Ja, und dass das noch weniger Thema sein soll, das haben wir diese Woche erfahren, denn China verbietet Spiele, also Videospiele, die Same-Sex-Relationships zeigen oder Effeminate Men, also so weibliche Männer. Ja, genau, ja. Oder moralische Entscheidungen. Das ist noch geiler. Also so, weiß ich nicht, diese The Walking Dead-Spiele zum Beispiel. Aber Life is Strange fällt ja da zum Beispiel voll raus. Weil du es zurückdrehen kannst, voll. Oder? Nee, wir gleich, weil ach so, du meinst, in China fällt es raus. Ja, ja, ja. 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 Ist weg. Tetris auch schon eine moralische Entscheidung, wenn du den das ist hart. Sachen drehen musst? Weil ja. wenn du die richtig einsetzt, dann lösen die sich ja auf. Also du tötest ja, ja. Zeilen an Blöcken. Das geht oder ja Schachspielen, ja, wenn du dann die Dame tötest. Ja, du hättest ja die spielen. Entscheidung, die Dame zu töten oder den König. Schach, guck mal, ist ja auch sexistisch, ne? Dieses ja. Spiel. Sollte man ja. mal absetzen. Wir haben beim letzten Workshop auch gelernt, dass es so Karten gibt, Spielkarten gibt, nicht mit Dame und Bube, sondern halt so, ich wusste es nicht tja. Vorher. Das sind jetzt dann genderneutral, was waren das für Leute? Weißt du das noch? Auch mal Schwarzer König zum Beispiel und... Aber es war halt kein König, es war halt auch so eine... Fürst, irgendwas, ja. Ja. Ich bin ja sicher, dass ich auch früher schon schwarze Königskarten gesehen habe, aber nicht. Es gibt auch zwei verschiedene Arten, die französischen und die anderen. Bei dem einen ist es Bube und bei dem anderen ist es der Joker. Genau. Also das ist ja auch. Es gibt auch noch halt ohne Geschlechter irgendwie. Da ist die Dame nicht weniger wert als der König zum Beispiel. So eine Art. Unrealistisch. Ja, China. Also das werden mit so. Nee, K-Pop ist der Quatsch, aber. Das wird ein Traumland. Da gibt es in China nicht auch diese ganzen komischen Boybands da? Die in China alle so nicht, das ist nein, das ist ja K-Pop. Ich dachte, in China gibt es auch, dachte ich. Es gibt K-Pop, es gibt J-Pop. Ja, klar, das richtig. Genau. Ja, und das ist der beste Beweis dafür, dass das nicht China heißt. Also gibt es keinen K-Pop, schade. So. Aber wo du gerade K-Pop ansprichst, also der Präsident von Korea hat jetzt mal mit der Idee gespielt, Hundeessen zu verbieten. Oh. Wow. Das Essen für Hunde. Hatte ich jetzt extra nicht aufgeschrieben, aber da du jetzt hier doch den Drecks K-Pop mit reinholen musstest. Es tut mir sehr leid. Ja. Aber auch was hier homosexuelle Sachen angeht, hatten wir schon das Thema Schweiz, dass die für die Ehe für alle gestimmt haben.
Ich glaube, du hast es letzte Woche erwähnt, oder? Ich bin dumm. So ganz am Ende irgendwie reingesetzt? Kann sein, es war genau vor 6 Tagen. Da hast du nämlich gesagt, oh, guck mal hier. Weidels Partnerin, die hat dafür gestimmt quasi und Werbung gemacht, obwohl Weidel in Deutschland gegen die Ehe für alle ist. Hm. Was witzig ist. Und witzig wird's, wenn die dann halt in der Schweiz irgendwie heiraten oder so. Ja. Weil sie hier dann nicht heiraten kann. So. Ich höre schon die Wedding Bells. Aber auch ironisch war, dass die AfD gefordert hat, das habe ich auch als Bild, glaube ich, wir wollen Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild und dann hier Ehe für alle, für Volksentscheid. Ja. Gute Idee. Na, ist es ja auch. Also, ich bin gegen Volksentscheide. Naja, ich bin dafür bei einfachen Fragen und sowas wie, naja, also sowas, welches Müsli soll ich heute Ehe zum Frühstück essen? Ehe für alle ist eine einfache Frage eigentlich, aber es raffen naja, die Menschen also nicht. Es ist keine einfache Frage, wie bekämpfen wir den Klimawandel? Das ist keine einfache ja, Frage. Ja, nein. Ja, genau. So, aber sollen wir Cannabis legalisieren, ist für mich eine einfache Frage. Ja. Auch wenn es natürlich da einen gewissen Rattenschwanz gibt an Informationen, die man wissen können sollte. Aber ist für mich eine okay Frage, die man das Volk einfach mal fragt und nicht irgendwelche komischen Leute, die sagen, Cannabis ist illegal, weil es eine verbotene Droge ist. Es ist kein Brokkoli. Ja, also das ist halt Quatsch. Das stimmt. So, und deswegen bin ich da schon unter anderem dafür. Es gab doch in Berlin irgendwie so eine, das ist doch auch so, dass da manchmal so Umfragen gemacht werden. Da ging es um die Enteignung von irgendwas. Das von so Mieten. Weiß ich nicht, irgendwas. Keine Ahnung. Ja, das wissen die Berliner besser. Das schreibt in die Kommentare, liebe Berlinerinnen und Berliner. Ja. Aber wo wir gerade bei der AfD sind, das hier hast du mitbekommen, oder? AfD-Müll? Ja, super. Das Zentrum für politische Schönheit hat eine Drucker-Flyer-Herstellungsfirma gegründet, also per Schein. Und die AfD ist die einzige Partei, die halt diese Flyer nicht selber vertreibt und verteilt. Hat deswegen diese Firma beauftragt, die sich Hahn nennt, Flyer Service Hahn. Und das waren dann aber eigentlich halt Trolls und die haben die Flyer halt behalten und verbrannt. Ja. Und jetzt drohten denen natürlich auch Anzeigen. Ich habe meinen Song gerade bekommen. Ja, ja. Was für ein Song? Ich mache halt so Sachen. Ach so, okay. Ich bin doch ein Künstler. Hm. Ich hänge mit Künstlern rum. Ich hasse diesen Song. Ich hänge mit Künstlern rum. Ja, ist auch so ein Naja-Song. Ich spoiler schon mal, dass ich Hell trotzdem noch besser als auch finde. Das ist klar. Also du meinst auch. Dunkel? Ja, meine ich. Ach so, ja, ein bisschen besser. Also ich fand es schon... Also auch hat halt mit M&F ist da drauf, ne? Ja. So, das ist halt schon so ein 10 von 10 Song, auch wenn er natürlich komplett aus den Ohren rausläuft durch Radio und so. Ja. Und natürlich die reinste Pop-Scheiße ist, aber der ist halt... Ich finde doch, gerade der zieht's runter. Ja? Echt? Naja, also das Ding ist... Ich weiß, dass du den magst, aber... Also es ist jetzt auch nicht mein Lieblingssong, aber ich meine, objektiv ist das halt so der Pop-Song schlechthin. Ist das noch halt. Punkrock? Ist auch geil. Ja, ist... Ja... geht. Also dafür, eigentlich müsste ich diesen Song halt richtig geil finden, aber dafür finde ich nicht geil. Schade. Ich mag diese ganzen Popnummern auch hier. Männer sind Schweine ist einer meiner Favorites of all time von den Ärzten. Tut mir leid. Du bist völlig am Leben vorbei. Tut mir leid. Voll. Die hassen den selbst. Aber ich mag auch die B-Seiten, zum Beispiel, die viele gar nicht erst kennen. Sowas wie Sex Me Baby oder so. Ich kenne die alle. Vor allem auf der Best Of, was das bestverkaufteste Album aller Zeiten ist von den Ärzten. Da sind alle B-Seiten drauf. Du, ja gut, stimmt. Du Elite-Fan, du. Na gut, von mir aus. Ja, nee, aber was wollte ich eigentlich sagen? Mir gefällt dieses Album übrigens sehr viel besser mit der Vorstellung, dass die einfach beide zusammen released wurden, so wie Geräusch. Weil dann ist es auf einmal... Das wäre geil gewesen, ja. Es gab auch so einen Nicht-Wettbewerb, obwohl doch, es war schon so ein Contest in der Ärzte-Fangruppe auf Facebook, dass man quasi aus den beiden Songs irgendwie ein Album kreieren soll, so 16 Songs nehmen soll und so, und dann kann man irgendwas gewinnen. Witzig. Ähnliches habe ich auch schon gemacht für meinen Podcast mit Herodes. Allerdings kommen, glaube ich, nur 4 Songs von Dunkel auf Hell und dann ist fertig. Ah, ja, bei mir jetzt auch nur so 4 maximal. Und das Album hieß dann übrigens Dunkel. Ja, boah. Wow. Alter, mind blown. Ja. Wer auch blown ist, ist ganz Kiel. Ja, was geht denn ab? Hast du nicht mitbekommen? Hast du mitbekommen? Nein. Interessiert dich nicht, ne? Kiel interessiert halt auch einfach keinen. Wolltest doch Kiel holen gehen. Ja. Also in Kiel gab es eine Windhose, einen Tornado. Mhm. Stell dir vor, weißt du, du willst deine Hose anziehen, merkst du, hast dich vergriffen. Oh, war die Windhose. Weißt du, Tino, da sind 7 Leute verletzt worden und du musst jetzt wieder ins Lächerliche ziehen. Verletzt. Das ist, finde ich, jetzt geschmacklos. Okay. Ja, ist ja richtig. Nein, es tut mir leid, ich kenne ja den Fall noch nicht, aber der Witz mit Windhose ist schon lustig. Ja, also da kommt halt so ein
so ein Tornado an, zwei nebeneinander, sieht dann aus wie so eine Hose. Nee, es war nur ein so ein Schlauchmann und der hatte das in der Windhose drin. Nein, so, es hatte halt ein paar Dächer, was weiß ich, es hat halt Dächer geregnet in Kiel. Es ist uncool. Aber Tornados gab es schon immer, hat Herr Rodes auch richtig gesagt, deswegen ändert man jetzt ja nicht die Politik. Hat er recht. Und auch sein Haus nicht ändern, weil es einfach so lassen ist. Ja. Nee, das war innerhalb von Kiel schon ein großes Ding. Also da sind wirklich Dächer weggeflogen und so. Tornados sind jetzt in Deutschland nicht so. Das tut mir leid für die Menschen aus Kiel. Das darf nicht wieder passieren. Danke, Merkel. Das wäre eigentlich ein guter Spruch für so ein Laschet. Ja. Das darf nicht wieder passieren, dass da jetzt einfach so ein Wind entsteht. Das werden wir zu verhindern wissen. Herr Laschet, wie können wir in Zukunft solche Sachen vermeiden? Da sind wir alle gefragt. Na, das ist die Merkel wiederum. Ach so. Wir müssen in dieser Situation eine gemeinsame Lösung finden. Wir schaffen das. Da sind wir jetzt alle gefragt, aber da müssen wir auch jetzt richtig anpacken. Wir schaffen das. So, ja. Schön. Ja, also eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass das ganz witzig war, ein Video davon zu sehen, wie die Leute diese Windhose filmen. Hm. So Jugendliche würde ich vermuten. Ey, Digga, alter Krabi, Mittwoch. Nee, gar nicht. Da sind halt so ein paar Damen und die eine fragt, bleibt man hier jetzt einfach stehen? Ich muss mal nachschlagen. Ja, ist halt echt so. Sie fragt so in die Runde, wie, ihr seid doch Tornado-Experten. Was sagt denn Wikipedia dazu? Ja? Bleibt man da jetzt einfach stehen? Und dann sagt sie. Und das waren ihre letzten Worte. Also, also ich habe schon ein bisschen Angst, sagt sie dann halt noch. Okay, ne? Google, muss ich jetzt wegrennen? Also das fand ich sehr, sehr witzig. Da, also ihr würde ich auch den Hitler der Woche geben. Den viralen Hitler? Den viralen Hitler der Woche. Ja. Denn dieses Video, ich weiß gar nicht, ob es viral ist, aber ich habe es auf jeden Fall zweimal gesehen und fand das echt amüsant. Wir haben auch noch die Holzschnecke haben wir noch als Kategorie und es war noch irgendwas. Das wurde habe ich auch vergessen. Ja, das war doch das, was wir zusammen irgendwie hatten, war das nicht? Ja, die Tiggerwarnung. Die Tiggerwarnung. Ja, natürlich. Etwas, was einen so völlig überwältigt. Ja, so. Achtung, Tiggerwarnung. Ja, stimmt. Ja. Vor Freude. Wer auch eine Tiggerwarnung gebraucht haben könnte, war Oliver Pocher. Denn es gibt ein Video von ihm, er war ja immer so ein richtiger Gutmensch in den letzten Monaten, wie er so Influencerinnen und so fertig gemacht hat so und ihre Zwiespältigkeiten und so aufgedeckt hat. Es gab sowohl ein Event, auf dem Pietro Lombardi aufgetreten ist und dass Oliver Pocher ihm so in die Arme gefallen, so ohne Abstand einzuhalten, ohne Maske wahrscheinlich auch so. Mhm. Dann wurde er dafür abgeführt von der Polizei. Oha. Das ging so ein bisschen viral, ja, Doppelmoral, Pocher und so. Okay. Also war es ja, ich habe das ganz oft bei der Timeline gesehen, deswegen dachte ich, ich erwähne es mal. Doppelmoral, Oliver Pocher. Gott. Was? Das hat mein Gehirn gerade gebrochen. Ja, also ich wünschte mir ehrlich gesagt, dass der nicht mehr so stattfindet. Ich finde den echt nicht Pocher. So geil. Ich fand den irgendwie wirklich auch nicht lustig einfach. Also das ist halt irgendwie so. Ja, der bedient halt so eine schelmische Richtung, sage ich mal, die jetzt sonst nicht unbedingt bedient wird. Vielleicht Joko und Klaas, aber der ist halt dabei so schlecht. Keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Und das war nicht cool. Vor allem, da hast du den halt neben Harald Schmidt damals sitzen. Das funktioniert für mich gar nicht. Ich habe auch vor 2 Jahren mal so ganz viele Harald-Schmidt-Sendungen nachgeholt. Die übrigens teilweise, also das ist so weird. Der wird ja immer richtig gefeiert. Mhm. Ja. Und ich finde ihn auch echt witzig und er hat halt auch guten schwarzen Humor auch. Teilweise, ja. Relativ gut pointiert, sage ich mal. Obwohl auch jetzt, wo er alt ist, habe ich auch schwierige Sachen gesehen. Ja, der ja. ist ein bisschen out of touch geworden. Ja. Aber früher so, ne, habe ich nachgeholt. Aber da wurden halt dann teilweise in der Sendung wurden halt einfach verschiedene Waschbecken getestet. Also das ist so random irgendwie. Das war schon lustig, doch, das war lustig. Hast du es gesehen oder was? Ja, aber es ist ewig her. Er hat ja selber irgendwie gesagt, dass gerade in den Wochen, und das merken wir ja als Podcaster erst recht auch, ja, in den Wochen, wo nichts passiert, da musst du dann erstmal abliefern, weil halt keine Themen da sind. Mhm. Ich finde halt tatsächlich, unsere Podcasts sind viel besser, je weniger Themen da sind. Besser als Harald Schmidt jemals war. Sowieso. Ja. Egal, ja, dann findest du halt lustig, dass er verschiedene Waschbecken testet, ja, und sich die Hände wäscht. Aber da so einen Pocher hinzusetzen, das geht gar nicht. Ja, die haben sie auch nicht verstanden. Da gab es auch so Momente live im Fernsehen, wie Schmidt ihn angefahren hat. So, er soll sich mal benehmen und mehr Respekt zeigen. Das war mit der, so. Mit der Wurst, Mariah Carey, die Wurst im Kleid. Ja, kann sein. Irgendwie sowas, ja. Das war einfach uncool. Aber es war so
Harald Schmidts letzter Strohhalmgriff, so ein bisschen mit noch die Quoten zu retten mit Oliver Pocher, hat nicht funktioniert. Und ich mag Pocher auch nicht. Aber diese Dinge, die er jetzt gemacht hat mit den Influencerinnen und so weiter, das fand ich ganz gut. Dass er so ein bisschen ihre Ambivalenzen aufzeigt. Ja, also vom Prinzip her ja, aber er macht das halt nicht so dokumentarisch, wie das irgendwie gut wäre, sondern halt so, ich bin der geile Pocher, weißt du, ich bin der geile Pocher. Haha, jetzt guck mal hier. Das ist viel zu sehr auf seine Persönlichkeit gemünzt, was ich wirklich gut finde. Ich mochte auch seine Parodie nicht, als er Michael Wendler und Laura nachgemacht hat mit einem Genie-Cover von Falco. Dachte ich, das geht nicht. Das fand ich uncool. Wer den Falco anpackt, ne? Der ist aber also, es gibt gute Falco-Parodien, aber die war scheiße. Okay. Macht man nicht. Ja, aus, Oliver Pocher. Aus. Ich habe auf jeden Fall noch was Trauriges. Haben wir dafür jetzt schon eine Tiggerwarnung? Also das Pendant dazu. Eine Ferkelwarnung. Ferkel war immer so traurig. Okay. Nein, IA ist eine IA. Der war so depressiv. IA war eher so neutral, so mir ist alles egal. Nein, depressiv. Ja, aber Ferkel war immer so. Oh, naja, Ferkel hat ja eine Angststörung. Ja. Ja. Naja, oder auf jeden Fall ist diese Woche leider jemand gestorben. Der Nekrolog wird erweitert. Und es ist ein YouTube-Tod gewesen. YouTube-Tod, aber nicht diese Gabby irgendwas, die hatten wir ja schon im Podcast. Nee, es ist der Hund von Unge. Nein. Der hat einen Hund? Jetzt gehabt? Nicht mehr. Oh. Ja, ist nicht lustig, Tino, aber für mich ist es konfuse, mir wurde es übrigens nur von Außenreporter Wachse geschickt, mir ist es konfuse so ein bisschen, warum ist es überhaupt öffentlich? So, mein Hund stirbt und das Erste, was ich mache, yo Leute, ich twitter hier mal eben, mein Hund ist tot, das ist irgendwie awkward, oder? Mein Hund ist tot, die dumme Sau. Er macht nicht Clef, er macht nicht Wow. Geht das so? Nee, eigentlich geht das anders. Ja. Sing mal. Nee. Sie singen eigentlich schwul. Mein Hund ist schwul, die dumme Sau. Wer singt das denn? Die Prinzen. Aha. Von Stefan Raab geschrieben. Mhm. Mhm. Singen sie aber auch nicht mehr. Ja, also Prinzen finde ich jetzt nicht so. Echt? Oh, ich liebe die. Boah, ich liebe die. Also da sind wir halt am anderen Ende des Spektrums. Du so bei Prinzen, ich so bei Onkels. Und in der Mitte treffen wir uns halt bei Ärzten. Also Onkels und Prinzen vergleichen, ja? Ja. Das ist schon qualitativen Unterschied. Aber ohne Spaß, als Kind habe ich manchmal die Ärzte und die Prinzen verwechselt. Also das ist ja wohl Nein, ich kam nicht klar in diesen bunten Haaren. Ja, irgendwie hatte dann Farin rote Haare, aber auch der von den Prinzen rote Haare. Da hatte Bela mal grüne, mal rote Haare. Und dann die Ärzte, die Prinzen und so, da haben die gewechselt, ja. Da habe ich mir gemerkt, dass Farin von den Ärzten ist. Da sind die bei Top of the Pops aufgetreten. Da hat aber Bela gesungen. Ich dachte, ist doch ein anderer Sänger jetzt auf einmal. Ich dachte, das ist die gleiche Band irgendwie. Da irgendwie, keine Ahnung, völlig vertauscht. Witzig. Ja, Sebastian Kumbiegel und Bela B., die waren für mich damals eine Person. Also, ich kann an dieser Stelle auch nochmal einwerfen, dass ich damals, als Unrockbar rauskam, auch echt groß Ärzte-Fan war, weil ich alles hatte. Ich hatte durch meine Schwester wirklich alle Alben am Start, Geräusch halt noch nicht, es kam neu raus. Und ich habe nur so die ersten 30 Sekunden gesehen mit dem Musikvideo und dachte so, hey, die sind ja jetzt richtig uncool und habe halt weggeschaltet. Ah, oh, hast du nicht verstanden, das ist jetzt so. Naja, eben, da geht da so reingeschniegelt und dann ist die Musik auch so irgendwie so schlagermäßig fast irgendwie. Ja. Aber also gegen Ende ist der Song ja richtiger Baller. Auf jeden Fall. Also, einer der besten, ja. Hammer. Das habe ich dann halt irgendwie erst 1-2 Jahre später verstanden, als ich den nochmal gesehen habe. Aber apropos diffuse Sänger. Ich kenne doch Umf noch, die Band. Umf. Mhm. Eckstein, alles muss versteckt sein. Ja, und da hört es dann auch schon auf. Nee. Gott ist ein Popstar. Ja, ist klar, dass du wieder die ganze Diskografie kennst, aber ja. Deutschland kennt nur diesen einen Song. Das waren tatsächlich die Vorbilder von Rammstein. Mhm. Also Rammstein haben quasi, als sie noch unbekannt waren, Umf ihre Demos geschickt und so haben sich Tipps eingeholt, bis Rammstein sie sehr schnell überholt haben mit Erfolg und so weiter und auch qualitativ, finde ich auch. Und jedenfalls der Frontmann Dero hat vor ein paar Jahren, als Deutschland von Rammstein rauskam, geschrieben, ja, so ein scheiß Song, diese Erinnerungskultur muss mal eingestellt werden, die sind immer noch schuld für dafür, ist doch Quatsch und so. Und er hat auch so Corona-komische Maßnahmen, Corona-feindliche Sachen gepostet und so weiter und ist ein bisschen abgedriftet. Mhm. Und da habe ich dann meine ganzen Umf-Alben verbrannt, die ich hatte. Mhm. Und die echt nicht mehr, also bei Spotify halt rausgelöscht.
und die nicht mehr gehört. Das klang wesentlich dramatischer gerade, als du das gesagt hast mit dem Verbrennen. Digitaler schwarzer Block bist du, Alter. Ich hätte dich echt gerne gehört. Auch eine Arbeitskollegin, die auch Umf-Fan ist, die hatte so eine Jacke angehabt und ich meinte, du hörst noch Umf? Sie so, ja, warum? Geht nicht mehr. Och nein, nicht die auch. Da habe ich ihr das erst erklärt und hat sie ihre Jacke nicht mehr angezogen. Und dann, jetzt war es so, dass Umf erklärt haben, es sind ja drei Männer und haben jetzt den Sänger rausgeworfen, Dero, wollen jetzt mit einem neuen Menschen weitermachen. Aber Dero hat sich wieder geändert, hat quasi sich entschuldigt für die letzten Jahre, wo er Blödsinn erzählt hat. Er wäre wohl in Kreise versunken, die nicht seriös waren und so weiter. Aber trotzdem ist die Trennung jetzt recht wirksam. Ja, aber vielleicht hat ja auch die Band den Einfluss auf ihn gehabt, dass er das behauptet hat. Nee. Und jetzt haben sie ihn rausgeschmissen, weil er nicht mehr so radikal ist. Ich glaube, wir können das Thema beenden, weil nobody cares. Ich schon, ich mag Umf. Und wenn ja, jetzt, aber wusstest du, dass die hier aus der Umgebung kommen? Nein. Weimarer Land? Nein. Doch, die wurden hier gegründet. In Umferstedt. Okay, ich mag ihn eigentlich. Ja. Nee, also kann schon sein, aber also ich höre mal rein in neue Produktion. Vielleicht catcht es mich ja. Nur als Fun Fact, sie haben ja ganz viel Musik auch gegen Religion gemacht. So Gott ist ein Popstar, Massen wollen betrogen sein. Dann ist Dero selber ein ganz gläubiger Christ geworden. Hm. Auch nochmal so eine Ironie des Ganzen. Was auch Ironie wäre, wenn die einen Song machen würden, der heißt, wir machen gute Lieder. Machen sie ja. Nee. Doch? Ja, ich höre mal rein, ist okay. Mach mal! Das letzte Streichholz ist richtig, richtig nice, zum Beispiel. Okay. Das letzte Streichholz, das halten wir eventuell an diese komischen Künstler, die ja schon wieder diese Scheiße verzapft haben. Die haben diese die Wahl Schauspieler. Ja, die. Ach, die Wahl war ja. Ach ja. Du Scheiße, stimmt. Übrigens, Leute, die Wahl war auch da. So. Ja, halten wir jetzt ein Streichholz an den Bundestag oder? Also ich war schockiert von den 4,9% von der Linkspartei, weil ich wusste, dass sie nicht so gut abschneiden werden wie zur letzten Wahl, aber das ist so abkrachen und nur weil der Dank der drei... ganzen Bekanntenkreis gesagt hast, wählt die Partei. Nein, habe ich nicht gemacht. Okay. Wirklich nicht. Ja. Und sie hatten echt Glück, dass sie durch diese drei Direktmandate quasi reingekommen sind. Sonst wären die weg gewesen aus dem Bundestag. Eins davon dumm. Gregor Gysi, ne? Weiß ich gar nicht, aber bestimmt. Das ist, weil der Mann eine Waffe ist. Ja. Kann diese ganze Partei einfach nur aus Gregor Gysi bestehen? Stell dir mal vor, so ganz 20 Gysi ist so in den Reihen so. Ja. Finde ich super geil. Das ist ja auch süßer kleine Gregor mit seiner Brille immer so. Ich habe ja auch im Vorfeld so eine Instagram-Umfrage gemacht. Werdet ihr mit der Wahl zufrieden sein? Und 90% nein. Und sie hatten recht. Also, sie hatten recht. Also. Objektiv. Ihr seid quasi auf der richtigen Seite der Geschichte. Aber das Gute ist, dass die AfD verloren hat zum Beispiel. Und seit 2020 verlieren sie bei allen Wahlen Prozentpunkte. Ich fand das so gut. Ich habe dann diese Elefantenrunde geguckt, oder was weiß ich, Berliner Runde hieß das, wo alle nochmal am Start waren. Und Alice Weidel, wie sie sich das zurechtdreht. Ja, im Grunde haben wir uns verbessert, weil die Freien Wähler wurden ja viel gewählt, aber wenn man das abzieht, haben wir mehr. Ja. Also, und die Basis ist ja auch bei uns nah dran. Genau. Und wenn die uns gewählt hätten, wären wir gut dran gewesen. Sie sagt im Grunde, hätten uns mehr Leute gewählt, wären wir besser gewesen. Und deswegen sind wir besser. Ja. Das fand ich so gut. Dass sie, wenn Trump gesagt hätte, ja, wenn ich gewählt worden wäre, wäre ich jetzt Präsident. Ja. Also bin ich Präsident. Genau. So. Und dann gab es auch so einen Satz, wo sie sagt irgendwie, ja, wir haben wieder bewiesen, dass man an der AfD nicht vorbeikommt. Und der Moderator so, doch, kann er mit denen koalieren? Und die so, ja, weil wir aus Wettbewerb ausgeschlossen worden sind von vornherein. Ja, ja, stimmt. Ist alles ein bisschen weird, aber... Alles diffus. Ja, wie ist das jetzt? Also Baerbock wird wahrscheinlich nicht Kanzlerin werden, kann ich mir nicht vorstellen. Was war jetzt wahrscheinlich, Jamaika war wahrscheinlich, dann wäre es ja quasi CDU, Grüne und FDP. Keiner will CDU, aber die FDP ist halt am Start so und der Laschet, der hängt am Hodensack. Nee, andersrum. Der Lindner hängt beim Laschet am Hodensack, das wollte ich sagen. Beziehungsweise vielleicht eher beim Söder. Der Söder-Putsch kommt ja. Das kann doch passieren, dass die dann doch sagen, hier Laschet, das versaut, jetzt kommt der Söder dran. Und auch habe ich gelesen, dass auch dass der Habeck für die Baerbock übernehmen will. Ja, hier wird ja nur geputscht. Ja. Also ich will die CDU raus. Ich will die raus haben. Ja, raus, Fall. Dreck hier. Von mir aus CDU raus, AfD raus, FDP raus. Und dann wird es eine SPD-Grüne-Linke Bundestagsregierung werden. Meine Meinung. Und die Partei. Hm. Grau.
Und ich habe die Partei, wie angekündigt, nicht gewählt. Okay. Will ich mal gesagt haben. Gut. Ja, also wir haben alle diesen intensiven Linksrutsch im Land gemerkt, oder? Ja, also das ganze Land ist aus den Fugen gerutscht. Linksrutsch nach unten quasi, also die Linkspartei. Okay. Die ehemalige PDS. Haben wir das auch nochmal zum Thema gemacht. Wir können ja nochmal drüber reden, wenn hier irgendwann in einem Dreivierteljahr eine Regierung steht. Ja, es kann sich echt noch hinziehen bis nach Weihnachten. Aber Sondierungsgespräche gab es. Und gab's auch Bilder. Ein virales Foto. Genau. Und zwar, wie gucken wir das ganz kurz an. Es lädt noch. Baerbock, auf jeden Fall in der Mitte war es. Christian Lindner. Lindner rechts daneben, glaube ich. Und die anderen zwei Wissing. Außen, die man nicht so kennt. Hä, Habeck und Wissing. Genau. Achso, war es echt Habeck mit? Okay. Genau. Und die haben das auf ihren Profilen alle hochgeladen. mit verschiedenen Filtern. Ne? Ja, mit verschiedenen Filtern. Ich habe ein schönes Bearbeitetes gesehen, wo Christian Lindner einfach schwarz-weiß war. Ja. Das ist sehr gut. Oder Laschet doch da hinten, wie er so winkt. Oder Remember Silbermond war es, ne? Ja, genau. Das wurde auf jeden Fall totgemimt, fand ich gut. Viel old yet. Aber ich hoffe, die haben da mal sondiert, dass sie die CDU einfach mal wegficken wollen und nicht mit denen koalieren. Ich hoffe, also die CDU in der Opposition, das wäre mal was ganz anderes. Da gehört die mal hin, da kann die sich mal über sich selbst bewusst werden und dann auch, warte mal, wir lösen uns lieber auf. Stell dich mal vor, zur letzten Wahl schon wäre die CDU abgestürzt, so mit Merkel. Und Merkel auf der Oppositionsbank. Das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Die hätte so hart Merkel-Raute da fickt euch alle ausgemacht, Alter. apropos fickt euch alle, ich bin mir nicht sicher, ob die sich alle ficken sollen. Ich habe das bis jetzt noch nicht so ganz durchstiegen. Es gibt so eine neue Aktion von diesen Schauspielern, die das letzte Mal schon gemacht haben. Genau. Die heißt diesmal irgendwie alle scheißen auf den Tisch oder so. Alles auf den Tisch. Ich habe es auch noch von dem Tischlein Zug kurz angelesen, aber mich nicht beschäftigt damit, kann ich nicht sagen dazu. Ja, ich habe halt ein Video geschaut und das war irgendwie, der Experte hat jetzt nicht so viel Kontroverses gesagt aus meiner Sicht. Der hat halt gesagt, dass zum Beispiel Masken abnehmen im Restaurant ein bisschen sinnlos ist. Wenn dann die ganze Zeit auf oder die ganze Zeit ab, weil sich das eher wie Zigarettenrauch verteilt. Mhm. Also der war kein Schwurbler, sage ich mal. Mhm. Und die andere Frau oder Schauspielerin, wer auch immer sie da war, die hat ihm halt eher kritische Fragen gestellt und die hat dann so gesagt, ja, aber die Kinder kriegen doch keine Luft. Und dann hat er gesagt, nee, das ist ausreichend getestet, Sauerstoff kommt immer an. Mhm. Und dann sagt sie halt, naja, aber wenn man fühlt, dass man keine Luft kriegt, dann muss man das doch ernst nehmen. Ich habe einen gefühlten Tumor im Kopf, ich sterbe nächste Woche. Und dann sagt er halt nochmal, Sauerstoff ist da. Also es wird wieder kritisiert, habe ich mitbekommen. Aber das eine Video zumindest, was ich gesehen habe, das hat jetzt zumindest nicht so gewirkt, als wird Falschinformationen verteilt, sondern als würden diese Schauspieler kritische Fragen an Experten stellen, die dann aber clever antworten. Ich habe es noch nicht gesehen, wie gesagt, aber ich weiß, dass dieser Babylon Berlin Hauptdarsteller dabei ist, der ja schon auch sehr Corona-kritisch immer gewesen ist und am Set sich auch so einen Test hat ausstellen lassen, dass er keine Maske tragen muss und so weiter, obwohl er es eigentlich gar nicht bekommen dürfte. Ganz komischer Typ. Soll eine echt gute Serie sein, die wollte ich mir eigentlich mal angucken, Babylon Berlin, aber soll ich jetzt keinen Bock mehr drauf, mit so einem Schwurbler. Du immer mit deinem haben Raps kann jeder selbst belegen, gibt auch vegane Soße. Geil. Also gleich bei einem YouTube-Star zum Essen eingeladen. Ja. Geil. Freue mich drauf. Ich habe noch Katjus mit. Was ich noch sagen wollte, bevor die Musik hier zu laut wird. Eine letzte Sache. Rudy Giuliani hatten wir nämlich hier öfter zum Thema. Der Anwalt von Trump. Ah ja. Der die rechte Hand sozusagen. War das dessen Haarfarbe runtergetropft ist? Das war nicht die Haarfarbe, das war der Satan, der aus ihm rausgeschwitzt wurde. Nee, Rudy hat jetzt vor Gericht gesagt, unter Eid, dass er viele von diesen Fakten, die er so gesagt hat, in diesem, die Wahl ist rigged und so, ne, die hat er von Facebook. Ja. Ja. Und er hatte nicht die Zeit, das zu überprüfen, weil wo kommen wir denn dahin, wenn ich das als Anwalt mache, jetzt auch noch das zu prüfen? Na, aller Fakten, check, was ich erzähle. Richtig. Also das hat er alles genau so hat er das gesagt. Als Anwalt, man muss ja die Unschuld beweisen und nicht, da gucke ich doch jetzt nicht noch nach, dass das hier irgendwie falsch ist. Beweisen. So. Unschuld beweisen und nicht glaubhaft machen. Ich hoffe, da buddelt sich ein schön tiefes Loch und bleibt da drin. Metaphorisch gesprochen. Nee, schon richtig. Ach so. Ja, ansonsten sind wir durch, wenn du nicht mehr ganz richtig gesagt hast. Nee, also es gab noch so mit dem falsch gefalteten Wahlzettel von Laschet. Oh, stimmt, es gab auch, du hast recht. Gott, ja. Also Laschet war zu doof zum Wählen, hat quasi seinen Wahlzettel so geknickt, dass man von außen sehen konnte, dass er halt CDU angekreuzt hat, zweimal zum Glück. Stell dir mal vor, der hat irgendwie SPD angekreuzt oder so. Das wäre peinlich gewesen.
Aber jetzt ganz ehrlich, als dann anfing, dass die Leute sagen, ey, das hat er mit Absicht gemacht, um die Leute zu manipulieren. Nein, nein, nein. Also, was denkt man denn, was der Kanzlerkandidat wählt? Ja. So, oh Gott, der wählt CDU, na dann mach ich das auch. Mhm. Also, das ist doch absurd. Aber es war schon faktisch so, dass der Zettel eigentlich ungültig gewesen wäre. Mhm. Als wäre Laschet irgendwie auf dem Weg zu dieser Wahlbox gewesen und es hätte jemand gesehen, dass er diesen Zettel falsch faltet, hätte sie den wegnehmen müssen und sagen müssen, ungültig. Hm. Aber da es schon drinnen lag, kann man es eh nicht mehr nachvollziehen, wessen Wahlzettel welcher ist. Und so war es dann trotzdem gültig. Hm. Wahl nochmal. Wahl nochmal. Solange bis die CDU raus ist. Und es gab ganz, ganz viele Wahlpannen auch in Berlin, wurden falsche Wahlzettel ausgedruckt und so weiter. Und dann haben die noch nach 19 Uhr abgestimmt, weil die Schlangen zu lang waren und so weiter. Und die, ich glaube, die Wahlleiterin aus Berlin ist dann zurückgetreten, aufgrund dessen, weil viel schiefgelaufen ist. Hm. Gut, dann hoffen wir, dass Laschet auch einfach mal zurücktritt und komplett, also nicht Söder-Putsch. Sie sollen alle zurücktreten. Was geben wir dieser Woche? RT Deutsch, dass sie gesperrt worden sind, finde ich schon irgendwie eine Meldung wert, tatsächlich. Hm. Ist meine Meinung. Ja, Kiel interessiert halt keinen. Nee, hab ich ja nicht mitbekommen irgendwie. Mom's Spaghetti, also Soaking, finde ich schon ziemlich witzig. Witzig. Die Wahl ist was Riesiges eigentlich. Ich habe bei China vergessen zu erwähnen, dass die Prognosen sind, dass sich deren Population in den nächsten 45 Jahren halbiert. Oh. Weil die alle keinen Bock haben. Die hatten ja auch ewig lange diese Ein-Kind-Politik, haben die jetzt gelockert auf 2 Kinder, dann 3 Kinder. Und irgendwie, Politik ändert nicht, dass du keinen Bock hast auf Kinder. Das ist der Wahnsinn. Ja. Wer hätte das gedacht? Man denkt es gar nicht. Und da bricht wahrscheinlich einiges zusammen, wenn dann plötzlich ganz viele Alte sind und ganz, ganz wenig Junge. Das ist dann der Bevölkerungseimer. Also sterben die aus? Man weiß es nicht. Aber die kriegen auf jeden Fall Probleme. Es gab noch ein witziges Ding von Weidel. Der hat nämlich vor einiger Zeit getweetet, irgendwie ganz spöttisch. Wo steht's denn? Lieber Karl Lauterbach, lieber Helge Lind, ich gratuliere Ihnen herzlich zum 23. und 27. Platz auf der Landesliste. Quasi so hämisch, haha, ihr habt nur wenige Stimmen bekommen, so, ihr seid keine Repräsentanten. Jetzt haben sie zurückgeschlagen und geschrieben, Glückwunsch Frau Weidel, ich wollte Sie nur auf den neuesten Stand bringen. Karl Lauterbach hat sein Direktmandat mit 46% der Erststimme erreicht, ich mit 37% und Ihnen Glückwunsch zu Platz 5 mit 8,96% in Ihrem Wahlkreis. Dass dir dieser Tweet quasi um die Ohren geflogen ist, fand ich echt witzig. Aber das war leider noch nie relevant für Rechtspopulisten. Nicht wirklich, nein. Was interessiert mich mein Geschwafel von gestern? Oder von vor 2 Minuten. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich finde das mit der Wahl halt groß und RT Deutsch finde ich ganz interessant. Ehe für alle in der Schweiz. Du meinst, die Wahl ist ein großes Ding für Deutschland? Die Wahl haben schon die meisten mitbekommen. So. Hm, ja. Wird auch die meisten beeinflussen. Ja, ich war auch investiert. Ich sag's, wie es ist. Also Punkt 18 Uhr habe ich hier Public Viewing gemacht. So. War nicht so erquickend, aber okay. Ich habe live gestreamt mit Vince. Aber nicht 18 Uhr. Du habt ja später. 20 Uhr. Ich dachte, ihr macht hier großes Countdown, so Silvester. Nee, wir waren noch unterwegs, privat, und hatten dann erst um 8 Zeit. Na gut, bevor wir jetzt unterwegs privat sind, sagen wir einfach alle mal gleichzeitig eine Zahl, würde ich sagen. Wir werden die Woche immer was. Okay, ich habe schon mal am Ende zugehört, okay. Als ich daneben saß. Okay. Okay. 3, 2, 1, 7. 2. Was sagst du? 2? 3. 3. Eieiei. Ich fand die. Dir ist Kiel also egal. Nee. Wenn jetzt Kieler also, hier zuhören. Vor dem Podcast hätte ich 3 gesagt, weil mir jetzt viel mehr Sachen nochmal eingefallen sind, dass die halt diese Woche waren. Also vielleicht eine 5,5. Das kann nur der Podcast, oder? So geht's euch auch, Leute, draußen. Ihr dachtet, eigentlich bis vor kurzem... passiert nie was, ne? Wir tun immer nur hier so geil und dann... Ach, die Woche war ja voll krass. Wir machen das Leben entspannender. Wir können uns jetzt mal outen, dass wir 80% unserer Meldungen erfinden. Wir erfinden einfach. Alles Fake News. Prüf das nochmal. Ich war gestern bei Radio Lotte. Oh. Hab ein Interview gemacht. Ich war zum ersten Mal dort. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich da so lange nicht war. Fun Fact. Ja, was sagen wir jetzt? Du hast 5,5, wir sagen 7. Ja, dann gehen wir auf 6,5 runter. 6,5, ja. So. Aber ich will nochmal betonen, dass bewaffnete Russen im Headquarter von Google standen. Ja. Also das ist schon hart. Das ist für mich eine 7 wert. Mindestens. Es ist natürlich nicht so ein Ding... Oh ja, guck mal, die ganze Welt guckt drauf, aber vielleicht sollte es so ein Ding sein. Ja. Hm.
Ich hab's nicht gesehen. Naja, gut, dann ist ja die Musik gerade so laut. Hörst du die? Ja, ist anstrengend. Hörst du die auch, die Musik? Däde. Darfst jetzt hier nicht die Illusion kaputt machen. Ja, doch, ja. Ich höre sehr schlecht. Gut, dann tschüss und danke, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Come with